So, und damit grüße ich die Leute auf YouTube wieder zurück. Wir gehen mal zurück, weil Hutz möchte mehr Wale haben. Das sieht cool aus. Nee, ehrlich, ich finde das cool. Ich will das haben. Ja, wir hatten Carpador mit einer Spinne. Das war das, weshalb Dings rausgeflogen ist. Weshalb Liebling damals aus dem Team flog. Liebling war ja Carpador mit Spinne. Das erste. Der erste Liebling. Mit der roten Spinne, das war die Entwicklung. Deswegen ist es letzten Endes rausgeflogen. So hat es das Team verlassen. So, jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Das war hier unten bei der Dingsinsel. Hatte ich schon wieder erfolgreich verdrängt. Fusionier Felino mit Carpador. Ich glaube, wir haben keine Carpadors mehr. Das ist einzig Gute. Aber da ist eins. Das Gebiet hat sich schon ein bisschen von unserer Carpador-Fischerei erholt. Wenn du Felino magst, empfehle ich Akaxolotl. Da habe ich sogar mehrere Felinos. Wir haben keine Carpador mehr, holt die Angel raus. Ja, richtig. Weil irgendwie muss man die Viecher ja nachbekommen. Ob man will oder nicht. Den Sticker bei Angie kann ich gerade nicht identifizieren, aber Angie... Wahrscheinlich ist es eine Angel. Eine Angel mit einem Fisch dran. Zu klein auf einem anderen Bildschirm. Ein Felino oder ein Schlammfelino? Ja. So. Dann zeig doch mal her, was wir alles jetzt rausgefischt haben. Welche Boxen. So, den da können wir mal anfusen. Ich muss bald neue Fuser kaufen. Weil der fusioniert zu viel. Hat die Fettzelle eigentlich je einen Namen bekommen? Das ist die Stream-Fettzelle. Das ist der Name. So, Felino fusionieren zu ihrem eigenen Leidwesen mit Carpador. Mit was fangen wir an? Links oder rechts? Ach, wo wir gerade die Stromschnellen sehen.
Wie fandest du die Route links neben Flussbrunnen in der dritten Generation? Die fand ich gut. Die mochte ich. Nee, das ist die Streamverzelle. Die bleibt, wie sie ist. Es sieht glücklich aus. Also zumindest so viel kann ich sagen. Es ist glücklich. Deswegen reversen wir das jetzt, um das Ganze wieder zu ändern. Ja. Ja. Es wurde sich Ursaring und Pinsir gewünscht. Das ist gruselig. Also das ist hart gruselig. Danke, ich habe gerade getrunken, jetzt ist mein Bildschirm nass. Bitteschön. Freue mich, wenn ich helfen kann. Das erste war besser, ja. Darf ich jetzt Angels Fusion ausbrüten? Wir haben immer noch einen Carpador, das ist schlimmer. Ui. Würde ich mal sehen, ob der Wal und Nevoli geht. Ich glaube, wir haben noch zwei Evoli. Also, ja, wir haben noch zwei. Ne, geht nicht, Hutz. Tut mir sorry, aber geht nicht. Ich pack jetzt mal hier das Vieh mal nach hinten. In die Box, wo es hingehört. Wo sind hier Carpador mit Morlord? Wir haben doch gerade einen Carpador mit Dings fusioniert. Das müssten wir, wenn er, erstmal entwickeln. Ich will jetzt aber erstmal gucken. Na, hier stockt er, wenn er da auf die Steine geht. Da kann er nicht richtig rennen. Ich möchte jetzt erstmal das Dings ausbrüten, das Ei. Wie weit ist es denn schon? Na, es sollte bald schlüpfen. Ja, tut mir leid, Angel. Du siehst ja, was hier alles gefordert wird. Ich komme ja gar nicht hinterher. Da steht was Unsichtbares. Ach so, das ist, stimmt. Das war ja der Stealth Rock-Typ. Hinten anstellen. Ja, es ist halt, die meisten Sachen sind halt leichter zu machen, als irgendwas auszubrüten. Aha. Glumanda ist gebrütet. Geschlüpft wäre ein zu leichtes Wort. So, da kann ich schnell durch, wenn ich in die Richtung gehe. Morlord und Zwierlicht, okay. Kann man auch machen. Okay. Angie, welches willst du? Also wir hatten schon mit Nachtara, sag ich gleich. Bevor du sagst, Nachtara und Glumanda, das haben wir schon. Also Angie, was darf's sein?
Hast recht, erstmal. Alles klar. Das ist ein Chawi. Das ist, wenn jemand, der nicht richtig reden kann, Charlie sagen möchte. Chawi. Wie süß. Genau, und das ändern wir jetzt. Ja, das ist mega süß. Imanda. Und hier siehst du übrigens unser Glurak mit Nachtara drin. Tja, ja. Also da haben wir auf jeden Fall etwas geschaffen. Oh, jetzt passiert mein Ding passiert in den Vordergrund gegangen. Mein Explorer spinnt ab und zu mal, der springt. Also die gerade die Explorer-Fenster springen manchmal in den Vordergrund. Was mit meiner Fusion? Ja, die kriegst du noch. Ja. Fusion. Rechts oder links, Melodie. Rechts oder links. Der Wassergeist oder der Erdgeist? Der Erdgeist sagt, du verstehst mich nicht und geht dann. Sag ich dir. Nee, ein Witz, der nur bei Leuten funktioniert, die Faust gelesen haben. Gleich dem Geist, den du verstehst, nicht mir. Frage ist, habe ich Zuschauer, die Faust gelesen haben? Das ist ein Häufchen Elend. Tut mir leid, aber das. Ray arbeitet dran, okay. Ja, aber nur für, glaub, nur 5% im Unterricht. Das ist okay. Damit kann ich leben, tatsächlich. Damit kann ich leben. Sieht aus wie ein Schluck Wasser in der nicht vorhandenen Kurve. Was hast du noch an Geistern? Also das hier. Also das Zwirrlicht davon können wir jederzeit neu besorgen. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar Möglichkeiten. Wenn schon jemand Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse gesehen hat, genau das hier ist der Hauptcharakter. Was haben wir denn noch an Geistern? Also wir haben hier noch ein Zwirrlicht. Wir könnten uns neue Schwerter besorgen, die sind auch Geist. Muss bloß nochmal gucken, wie wir zu der Insel genau hingekommen sind. Wir haben noch hier das mit der Maske. Wir haben noch einen Nebulak. Ja, das war's an Geistern, fürchte ich. Nee, wir haben noch einen Traunfugil. Nebulak mit dem Wal. Gut, Walmer ist schon ein Ball-Pokémon. Das ist schon rund. Wenn ich da jetzt noch einen Nebulak drauf klatsche, haben wir im Prinzip weiterhin eine Kugel, bloß mit Gas außenrum. Aber okay. Also was? Kriegst du. Wer Walmer erntet, soll das ernten. Oh. Oh. Oh, Custom Sprites. Putz,
Rechts oder links zuerst? Cool. Also das nenne ich mal einen coolen Wal. Das ist ein cooles Wal, mal. Das Gas mal. Das kann sogar fliegen. Es ist ein fliegender Wal. Wenn wir das jetzt umdrehen, haben wir das hier. Das ist ja irgendwo niedlich, ne? Das ist mal ein moppeliges Manta-Rochen. Er ist kein Manta-Rochen. Manta-Rochen, Mama. Ne? Manta-Rochen. Man kennt es. SpongeBob hat so viele blöde Zitate mitgebracht. Wo ist Alvaris eigentlich? Wenn wir gerade bei SpongeBob-Zitaten sind. Lisa, pflichte mir bei. Das ist das Problem. Normalerweise, wenn ich so Zitate bringe, habe ich immer Alvaris, der mir helfen kann. Alvaris kennt immer meine ganzen Zitate. Deswegen muss Lisa das jetzt machen. Weil Hutz kennt dann wieder die ganzen Zitate nicht. Und die anderen auch nicht. Mehr Energie. Trage zum Glück keinen Kitzelgürtel. Fehlt nur, dass der Wal in den Niederlanden gefunden würde, weil er platt ist oder was? Der ist nicht platt. Maximale Energie. Also wenn mich jemand nach dem Pokémon, die hier erstellt hat, dann bringe ich auch das Zitat oder gleich in SpongeBob-Folge, das ist nicht meins. Das sind alle nicht meine. So, ich bin schon in der richtigen Stadt. Können wir endlich in die Arena zurückgehen? Einer, wer ist der fliegende Holländer? Nee, fliegende Holländer, das war eine andere Folge. Das ist nicht meine, das ist wohl mit der Brieftasche von Manta-Rochen. Wo er die Patrick zurückgeben soll, das sieht auch sehr interessant aus. Wo hab ich denn jetzt unser Pokémon geparkt, sag mal? Da unten. So, dann war es das aber für den Part. Die Leute auf YouTube lassen jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Infinite Fusion. Bis dann, euer Wolf.